Guten Morgen, wir sind wach. Wir wurden heute schon wieder von den ganzen Mücken hier aufgestochen. Das war richtig widerlich gewesen. Und guck mal hier. Guck mal seine Lippe hier an. Botox war free. Das wurde richtig aufgeblasen und aufgestochen. Aber auch hier. Das ist so richtig fett. Deswegen haben wir uns aus diesem Grund haben wir uns diesen Schlafplatz hier ausgewählt und aus keinem anderen. Richtig geil. Waschen in der Natur. Beste, was es gibt. Und ich habe noch immer die dicke Lippe. Ich habe dicke Lippe riskiert. Das ist richtig geil. Frühstück gefunden. Guckt euch mal diesen Scheißweg hier an. Der ist richtig eng und sowas. Und hier vorne beginnt schon wieder diese ganzen nervigen Brennnessel und so weiter. Die hier an meinen Beinen hier rumkratzen. So, wir sitzen jetzt gerade vor der Eisdiele, wo ich die Toilette so richtig benutzt habe. Und mit ganz viel Bierschissgeruch verseucht habe auch noch. Und da geht jetzt Nico rein. Du hast eben gerade die Toilette vollgeschissen. Und er hat gerade die Toilette sowas so richtig vollgeschissen. Sodass da sogar Mistkäfer aus dem Arschloch rausfliegen. Und er hat uns Eis ausgegeben schon wieder. Guck mal, hier durchfallfarbene Hähnchenfleisch gefunden. Meine Lippe ist noch immer dick. Das ist richtig geil. Der Zug ist voll. So, ich bin gerade aus dem Zug gekullert und wir sind hier in Dortmund angekommen. Wir werden gleich jemanden treffen. Ich muss pissen. So, wir sind hier angekommen und genau, wir haben hier ihn hier getroffen. Ja. Bei ihm werden wir heute Abend auf jeden Fall pennen und wir werden auf jeden Fall zusammen Bierpower machen gehen, ja. Später. Und guck mal hier vorne ist Dave Goldmann. Er ist frisch von Griechenland zurückgekommen. Ich grüße Regina Helmich und Otto Walkes. Der Wohnwagen-Mensch. Wir werden jetzt Dortmund nerven. Aber so richtig. Das habe ich selber gesungen. Ja? Ja. Und geht zur Wechsel, aber hör mal. Das ist musikalisch ganz weit vorne. Alter, ist geil, Mann! Bierpower! Bierpower! Lauter! So, wir sind bei Ihnen hier angekommen. Bierbauer!
Bierbauer. Bierbauer. Mama! So, währenddessen wir jetzt gerade Naturin anschauen, auf den Fernseher von Rob. Kann ich nur sagen, das ist appreciated. Sind wir gerade dabei, das hier zu fressen. Das ist Sandwich, wie das heißt. Fressen. Also, und das hier, das da ist Fressen. Sandwich. Ich habe hier gepennt mit den Herren Goldmann und Nico, er hat hier neben der Stripperstange gepennt. Da ich werde richtig gefressen. Kocht noch gar nicht, aber ich würde trotzdem schon mal. Fressen ist fertig. Fressen ist fertig. So, wir fangen jetzt gerade an, nach draußen zu laufen. Ja. Zu diesem Phoenixsee oder wie das heißt. Und da am See, werden wir dann Bierpower machen. Ja. Ist herrlich. Ja. Stadtwasser ist geil. Ich glaube, wir haben der besten Musiker der Welt. Boah, ist das widerlich. Oh, leer. So, von diesem Geld hier wird jetzt Bier gekauft. Noch mehr Bier. So, wir haben gerade bei Rewe neues Bier gekauft. Und wir haben von einer 18-Jährigen, die gerade ihr Geburtstag feiert, einen Alkopop ausgegeben bekommen. Ich bin eine Bazille, ich bin eine Bakterie, ich bin ein Baktus. Ich bin Karies und Baktus und ich liebe Schmerzen zu verursachen. Ich grüße Blümchen. Gänseblümchen. Vorher gehe ich ran. Das ist der schnelle Ach, endlich Luft, Alter, am Körper. Wir haben hier im Park gepennt. Und die Sonne blendet uns. Ja, genau. Wieso sind wir aufgestanden? Ich hab das hier alles so richtig zugeschnarcht. Wie so ein Wildschwein. Ich hab richtige Wildschweingeräusche gemacht. Und alle, die hier rumgelaufen sind heute Nacht, die haben sich bestimmt erschreckt oder so. Nur weil ich hier gelegen habe und Wildschweingeräusche gemacht habe. Wir werden gerade von diesem Rasenmäh-Typ da vorne genervt, der mit hier rasen und sowas.
Das ist richtig nervig. Das ist Belästigung. Ich hab voll Bock auf irgendeinen Springbrunnen, wo ich da schon wieder Blubberblasen runter machen kann. Da drin. Guck mal, der versiffte Scheißzug kommt hier angerollt. Das ist ein richtig voller Zug. Der Zug ist voll. Der Zug ist voll. Der Zug ist immer noch voll.